Skiwürfelphilosophen. Rollenspieler sprechen über Religion, Gesellschaft und Philosophie. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Folge von den Würfelphilosophen. Wir sind heute in leicht abgespeckter Form unterwegs. Neben mir ist nur noch der Alex von der Stammbesetzung dabei. Hallo Alex. Hallöchen in die Runde. Aber wir haben trotzdem noch einen Gast hier, nämlich den Michael. Hallo Michael. Hi. Und wir quatschen heute ein bisschen über Kitas. Und da kann der Michael als Gast ganz schön viel beitragen, weil der arbeitet nämlich als Erzieher in einer Kita. Vielleicht magst du mal ein bisschen was über dich erzählen, irgendwie so das, was die Leute da draußen interessieren könnte. Tja, was könnte die interessieren? Ich bin Mitte 40, bin seit 20 Jahren im Beruf. Hatte ihm ja schon erzählt, vorher war er Bundeswehr tätig gewesen. Tja, spiele gerne DSA. Leite auch da eine Runde. Ansonsten mache ich halt viel auch im Paint-Bereich, so fürs Tabletop. Hatte ich ja ein paar Bilder mal in den Discord reingeschoben. Ja, das ist so mein Leben. Bin verheiratet, habe zwei Kinder, also ich kenne auch das Leid der Eltern aus eigener Erfahrung in Kindertagesstätten. Ja. Prima. Also ich finde da Erzieher, generell männliche Erzieher, sieht man auch selten. Das ist ja schon mal ganz gut. Und dann noch welche, die Zeitsoldat waren. Das ist echt eine spezielle Sache. Finde ich cool. Ja, sagen wir mal so, wenn es den 11. September nicht gegeben hätte und die Verteidigung am Hindukusch, wäre ich wahrscheinlich auch noch bei dem Verein, aber... Ah, okay. Ich rechnete gerade ein bisschen zurück, so 20 Jahre, was war denn da? Oh ja, du hast recht, ja. 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 Ich kenne das von meinem Onkel, war auch Zeitsoldat und der ist auch zu dieser Zeit, also der ist dann nicht weggegangen, aber der erzählt auch immer gruselige Stories, auch so aus dem Kosovo noch und so. Naja, wer ist vielleicht mal eine andere Folge wert? Da könnten wir mal eine Folge machen über Soldaten, dann kommst du wieder. Ja, von mir aus. Ein Thema. Da kann der Jonathan, wenn er denn dann da ist, auch mal ein bisschen was erzählen, weil da gibt's. Ich habe an der Uni, als ich Theologie studiert habe, damals auch ein Seminar gehabt über Soldaten, also über Ethik und Soldatenethik und so. Das war ganz spannend, obwohl es so in den, das so durch die Jahrhunderte in der Theologie auch vorkommt. Aber gut, das ist ja heute nicht Thema. Wir sprechen heute über Kitas und auch die geistern fast so viel wie militärische Konflikte durch die Medien. Ja. Also Berlin. Ja. Heißes Thema gerade. Ja, was ist denn für dich als Mitarbeiter gerade so das griffige Thema bei politischem Kita-Geschwätz aus den Medien? Ja, dass da die Politik aus meiner Sicht einfach die letzten 20, 30 Jahre gerne die Augen zugemacht hat vor dem Wandel der Zeit, der Gesellschaft. Ja, eigentlich im Endeffekt den gleichen Fehler gemacht hat wie in der Pflege. Wir gucken mal einfach, wo es hinführt und wenn der Karren dann im Dreck steckt, dann überlegen wir uns mal kurzfristige, total dummsinnige Lösungen und versuchen dann irgendwie das Problem zu lösen. Angefangen damals mit der Pleite von Schlecker, ja, dann schulen wir die doch alle zu Erziehern um. Also, das war so das erste Mal, wo ich kopfschüttelnd daneben gestanden habe und gedacht habe, genau. Ja, also generell eine Umschulung zum Erzieher zu machen, ist ja nichts Schlechtes, so, aber nein, da ist eine komplett branchenfremde Belegschaft jetzt umzuschulen auf Erzieher ist natürlich jetzt auch keine Lösung für irgendwelche Probleme. So ist es. Also man muss, glaube ich, auch für diesen Beruf, man muss schon von vornherein bereit sein, dass man halt was mit Menschen machen will, dass man halt auch sehr kommunikativ in dem Beruf sein sollte. Und für sich selber auch, das hat bei mir auch lange gedauert, dann bin ich auch ganz ehrlich mittlerweile, dass man selber für sich immer wieder eingestehen kann, man macht Fehler und diese Fehler muss man machen, um daran zu wachsen und zu lernen. Und man muss aber auch bereit sein, sich das anzuhören, dass man Fehler gemacht hat und es nicht gleich auf
der persönlichen Schiene aufzunehmen, von wegen, wenn die Kollegin kommt oder der Kollege und sagt, da hast du aber gerade völlig daneben gegriffen, nicht gleich sich angegriffen fühlen von wegen, was machst denn du da für einen Scheiß, sondern einfach mal dann zuzuhören und zu hören, da hätte es vielleicht auch eine andere Lösung gegeben. So, und dann fehlt halt auch noch ein großes Maß an Empathie. Also man muss ja auch überlegen, ne? Es ist halt mit 8 Stunden, wenn man Vollzeit arbeitet täglich, muss man dich auch psychisch dieser Belastung und auch diesem Druck klar sein, der da auf einen einhagelt, ne? Gerade im Krippenbereich, wenn man so zwischen 1 und 3 oder von, so wie ich es hatte, von 8 Wochen bis 3 Jahren. Das sind schon Herausforderungen. Da wird man in der Ausbildung nicht so wirklich darauf vorbereitet. Das lernt man dann wirklich in der Praxis, damit umzugehen. Und auch da muss man dann auch ehrlich sein und sagen, ja, okay, das kann ich oder das habe ich mir anders vorgestellt und jetzt ist es auf einmal was ganz anderes als wie das Babysitten, was ich früher vielleicht für Familie XY oder den Nachbarn gemacht habe. Und es ist doch nicht so meins und nicht dann daran festzuhalten von wegen, ja, aber ich kann das doch eigentlich, sagen doch alle, ich bin so gut, sondern man muss auch wirklich da gucken, dass man das nicht kann. Und auch ich bin da mittlerweile oft an Abenden, wo ich nach Hause komme und sage, mein Akku ist leer, geht mir jetzt alle weg und lasst mich in Ruhe. Also, weil es einfach nach 8 Stunden leer ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber jetzt, wo du es schon mal angesprochen hast, vielleicht magst du mal was erzählen. Wie sieht denn die Ausbildung aus zum Erzieher? Also, was muss man denn da alles machen? Oder wie wird man Erzieher? Oder hat sich das verändert in den letzten 20 Jahren? Ja, das hat sich verändert. Auf jeden Fall. Was man heute machen muss, weiß ich jetzt selber nicht mehr. Ich kann so ein bisschen erzählen, wie es damals war, als ich es gemacht habe. Ich habe die Fachhochschule 11 und 12 ja damals im Sozialwesen besucht und habe damit halt 1 Jahr Erzieherausbildung gespart. Ich bin also als Quereinsteiger gleich in der 2. Klasse angefangen. Rückblickend war es vielleicht auch nicht ganz so clever, weil mir haben halt so ein paar Grundlagen aus der 1. Klasse halt doch gefehlt. Das konnte man dann mit der 11 und 12 nicht so ganz auffangen. Ja, man geht da 1 Jahr in der SO2, 1 Jahr täglich, 3 Tage die Woche oder sowas, zumindest damals 3 Tage in den Betrieb von 8 bis 16 Uhr. Und hatte 2 Tage Schule von 8 bis 17 Uhr. Und da musste man irgendwie alles managen. Praktikumsbericht, Schulaufgaben, Referate, Facharbeiten, für Klausuren lernen. Ja, und zwischenzeitlich nochmal den Akku wieder für die nächste Woche aufladen. Also das war schon der erste Vorgeschmack aufs Arbeitsleben. Ist also ein klassischer Ausbildungsberuf. Ja, ohne dass man halt dafür bezahlt wurde damals. Also auch heute gibt's ja noch viele Wege, wo man halt selber dafür bezahlt oder halt eine staatliche Schule besucht. Aber mittlerweile gibt's zum Glück von der Politik den Weg, dass man das Ganze ja auch berufsbegleitend sich ausbilden lassen kann. Der Nachteil ist daran, und ich finde, deshalb wird's auch, glaube ich, von wenigen angenommen, man braucht länger, wenn man es berufsbegleitend macht, die Ausbildung zum Erzieher. Und es dauert erstens 1 Jahr mehr und man hat halt auch da wieder das Problem, 8 Stunden arbeiten, keine Ahnung, wie viele Tage. Und da muss man ja immer noch den schulischen Teil trotzdem nacherholen. Also so ganz durchdacht ist das System da auch noch nicht, finde ich. Aber es ist schon mal zumindest der Weg zu sehen, dass man endlich auf die Idee gekommen ist, um diesen Beruf attraktiv zu halten, den Leuten zu sagen, naja, 4 Jahre Schule drücken und dann kannst du den ersten Cent verdienen. Ist ja heutzutage, wenn ich jetzt überlege, wenn man ist mit 16 vielleicht mit der Realschule fertig und dann erstmal 4 Jahre unentgeltliche Ausbildung machen, zusehen, dass man vielleicht irgendwo noch selber Geld kriegt, weil BAföG nicht drin ist oder andere Sachen oder die Familie ist auch nicht so gut gestellt, dass man die ganze Zeit da mitleben kann, dann auch noch nebenbei jobben muss. Ist schon mal ein hartes Stück Arbeit, ne? Wenn man dann so jetzt hier ins Handwerk geht beim Dachdecker oder beim Maurer, der vom ersten Tag an seiner Ausbildung ein Entgelt bekommt oder die Dame an der Kasse, die den Einzelhandelskaufmann lernt oder den Automechaniker, da fehlt mir ein bisschen im Erzieherbereich. Ja, wenn an der Kasse sowieso noch jemand sitzt, der das auch gelernt hat, meistens sind es ja ungelernte Kräfte, die man da inzwischen da hinsetzt. Ne? Ja, oder man steht an diesen Selbstbedienungskassen. Genau, ja. Was waren denn so Inhalte, die man so während der Ausbildung halt im schulischen Betrieb noch irgendwie mitnehmen konnte? War das schon sehr spezifisch oder war es einfach nur so Berufsschule, 0815-Ding? Nee, also damals, als ich es gemacht habe, da gab es auf der Schule noch viel, was man noch mitnehmen konnte. Beste ist immer noch die klassische Konditionierung nach Pavlos oder die positive und negative Verstärkung. Es passt vielleicht heute auch nicht mehr ganz so in die Zeit, um mit Kindern zu arbeiten, aber es ist zumindest, dass man versteht, wie man vielleicht das Verhalten von Kindern mit beeinflussen kann.
Ja, so Modelle wie Eriksen und so wahrscheinlich auch. Und genau, Pavlov, ne? Der Hund kriegt Futter, Speichelfluss ist und wir kombinieren das Ganze jetzt mit einer Glocke und irgendwann reicht es, wenn ich die Glocke bimmel, dann denkt der Hund, ich krieg Futter und der Speichelfluss beginnt. Das war ja dieses Experiment von ihm damals. Dass er das hingezeigt hat, ich kriege das auch hin, dass der Hund anfängt zu sabbern, ohne dass ich ihm Futter hinstellen muss. Auch krass, dass man so sowas Erziehern beibringt irgendwie, ne? Ich meine, gut, man sollte es vielleicht wissen, dass sowas funktioniert und wie und ja. Jetzt nicht unbedingt mit der Glocke und Essen, ja, aber es gibt halt schon einige Verknüpfungen, wo man das halt dann auch mit hinbekommt, dass man immer wiederholt von wegen Essen lernen mit Besteck macht man ja mit seinen eigenen Kindern nicht anders. Immer wieder vorzeigen, dem Kind sagen, ist dabei bestätigen, wenn es mit der Gabel ist. Und irgendwann ist dann das so weit, dass die Bestätigung reicht, dass das Kind vernünftig mit der Gabel oder mit dem Löffel ist. Also so kurz runtergebrochen ist ja das pavlovsche Experiment zu deuten in der Pädagogik. Ja. Ist ja vermutlich auch nicht ganz so verkehrt zu wissen, wie unser Gehirn funktioniert, so verhaltensbiologisch und Co. Schlussendlich sind wir auch bloß Tiere. Und gerade die Anfangszeit ist ja doch, da gibt es Überschneidungen, ne? Ja, nicht nur die Anfangszeit. Also neurologisch weiß man ja auch heutzutage, dass, jetzt mache ich mich wieder bei vielen unbeliebt, dass das menschliche Gehirn von Geburt an ja auf Mädchen getrimmt wird und erst in bestimmten Alterszyklen durch das schöne Hormon Testosteron bei den Jungs umgebaut wird und es dann auf einmal irgendwann anfängt, anders zu ticken. Deswegen ja irgendwann der Part kommt, Mädchen sind doof, nur Jungs sind cool. Ja, das wäre ja schon mal eine spannende Frage, ob das biologische Effekte sind oder ob das gesellschaftserziehungstechnische Dinge sind oder ob das beides zusammenspielt. Aber ja. Also meinst du, dass Jungs direkt Mädchen irgendwann ablehnen, dass das biologisch begründet ist, oder? Ist zumindest eine Theorie, aber du hast es gerade verstanden, ne? Ja, okay. Ich wollte nur nachfragen. Ich glaube, das ist so ein bisschen beides. Ne? Also hat ein bisschen was damit zu tun, dass sich das Gehirn von Jungs und Mädchen unterschiedlich entwickeln. Aber natürlich hat auch die Gesellschaft mittlerweile seinen Anteil daran. Wenn man jetzt überlegt, im Mittelalter waren so Farben pink so eindeutig auf Jungs gelegt. Heute ist es die Farbe der Mädchen. Dann kann man sich auch da sehen, wie sich die Gesellschaft immer wieder wandelt, was Farben und Generation und Genderdenken verinhaltet. Ja, auch Kleidungsstil. Es gibt ja, ich glaube, im 19. Jahrhundert gab es noch amerikanische Präsidenten, die als Kinder Kleider trugen, weil das ganz normal war für Jungs. Ja, oder wenn man jetzt in die jüngere Vergangenheit guckt, Überraschungsei. Jetzt gibt es auf einmal Überraschungsei für Mädchen. Ja. Warum? Manchmal sind da coolere Sachen drin als bei den Jungs immer. Das stimmt. Ja, also... Also ich, als Elternteil kann ich auch sagen, wenn man so ein bisschen auch, gerade jetzt in den letzten Jahren ist das ja auch so ein Thema mit Geschlechtsidentitäten und so, wenn man so ein bisschen versucht als Elternteil darauf zu achten, dass man nicht so in diese Rosa-Blau-Falle tappt, die auf jeden Fall in der Gesellschaft existiert. Es gibt halt Klamotten für Jungen und es gibt Klamotten für Mädchen, einfach nur auf Klamotten bezogen. Und wenn man dann versucht, halt neutrale Farben zu wählen, wie Grün oder irgendwelche Brauntöne oder sowas, oder Grau oder Weiß und so. Es ist schon schwierig, da Klamotten zu bekommen. Also ja. Die sind auch teurer als die anderen und so. Und andererseits, die Leute von außen erwarten immer bestimmt, also wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt zwei Mädchen dazu bekommen, und die tragen halt jetzt teilweise die Klamotten von ihrem Bruder auf und so. Und es ist irgendwie, die Leute erwarten aber, dass die andere Sachen tragen. Und ja. Das ist schon ziemlich krass in diesem, die sind ja noch kein Jahr alt, ne? Ja. Ja. Wir haben damals selten blaue Sachen für unsere Große bekommen. War einfach nicht als Mädchenfarbe gedacht. Und wenn sie dann mal sowas anhatte und irgendwer in den Kinderwagen reingeguckt hat, das ist aber ein süßer Junge, ist ein Mädchen, aber danke. Also, ja, die Gesellschaft ist da schon auch sehr drauf konditioniert. Ja. Mhm.
Wie ist das denn, wie nimmst du das denn wahr in der Erziehung jetzt? Gab es da auch einen Wandel von den Eltern, wie die mit den Geschlechterrollen umgegangen sind? Ich meine, das ist vermutlich auch abhängig davon, wo du gerade arbeitest. Also ich bin in Freiburg, hier gibt es ein Viertel. Ich glaube, da laufen alle nur in Hanfkleidung rum, naturgebleicht. also überspitzt formuliert. Aber hast du da irgendwas bei dir wahrgenommen in den letzten 20 Jahren? Ja, doch. Also es sind gerade auch für Jungs sind diese Tabuthemen so nach und nach ja langsam immer mehr weggebrochen, dass man gesagt hat, Jungs dürfen nicht mit Puppen spielen, die müssen mit Autos spielen, die müssen mit Bausteinen spielen und so weiter. Aber auch da merkt man, dass da halt viele Eltern auch, gerade Väter, umdenken und sagen, ja, aber es ist ja auch wichtig, dass er mit Puppen spielt, um das zu verarbeiten, was er verarbeiten muss. Ne? Also ich kann da nur für mich an meine Kindheit sprechen, Puppen waren bei mir verpönt. Als Spielzeug. Das hat sich jetzt einfach geändert und ich finde das auch richtig, dass man da keine Geschlechtertrennung mehr macht, sondern sagt, ne, ja, er muss es doch aber irgendwie ausdrücken, was ihn gerade bewegt und er muss es verarbeiten können und warum nicht im Rollenspiel? Wir Erwachsenen stellen uns nachher hin, spielen mit Plastikfiguren oder suchen uns fiktive, fantastische Welten, in die wir uns stürzen können, um mal in eine andere Rolle zu schlüpfen. Aber unsere Kinder müssen halt oder sollten ja damals immer in einer bestimmten Rolle drin sein und die durfte nicht aufgebrochen werden. Also es ist von daher schon nicht schlecht, dass sich das ändert. Also ja, man kann da schon sagen, da ist so ein bisschen der Wandel da. Ja. Voll gut. Also ich finde das ganz witzig, was du so sagst, weil, also ich habe ja nur meine Perspektive, ich habe ja keine Kinder, ich habe ja nur meine eigene Kindperspektive. Und ich habe damals auch, wenn ich den Wunsch geäußert habe, eine Puppe spielen zu wollen, das auch bekommen. Das war in den 90ern, im ländlichen Osten. Das lag vielleicht auch ein Stück weit an meinen Eltern. Aber ich glaube auch, dass einfach die Strukturen im Osten ja doch deutlich Kita-freundlicher waren. Es gab mehr Kitas auf jeden Fall. Ja. Aber gut, ich weiß jetzt nicht, wie die Qualität in den Kitas war. Da kenne ich nur meine Perspektive. Das ist ja mal eine generelle Frage. Also woran lässt sich überhaupt eine gute Kita erkennen? Was würdest du denn sagen als Mitarbeiter? Was ist? Also es gibt ja zwei Perspektiven. Einmal für die Eltern, einmal für die Mitarbeiter wahrscheinlich, ne? Oder überschneiden sich da die Sachen, was eine gute Kita ausmacht? Oder was ist denn für dich eine gute Kita? Eine gute Kita ist, glaube ich, wenn das muss sich überschneiden von Mitarbeitern und Eltern. Also erstmal muss das Arbeitsklima super sein. Man muss da das wissen, dass man sich auf den anderen genauso verlassen kann, wie der sich auf einen selber verlassen kann. Bestes Beispiel ist immer dieses schöne Wort Team, toll, ein anderer macht's. Je nachdem, ob man ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen dahinter setzt oder ein Punkt, hat es ja eine ganz andere Bedeutung. Und ich finde, das Wort Team heißt toll, ein anderer macht's, heißt ja wirklich, okay, ich hab's vergessen, aber ein anderer springt in die Bresche und macht es wirklich. Danke dafür. Und dann ist das schon mal die halbe Miete. Und wenn dann auch noch die Eltern so ein bisschen sich darauf einlassen, dass wir Erzieher ja auch nur Menschen sind und auch Fehler machen, dann und das einem nicht die ganze Zeit vorwerfen und so durch das Klima auch zu den Eltern super ist, dann ist es schon eine super Sache. Und dann ist es auch ein gutes Arbeiten. Das macht dann auch eine Menge Spaß. Ja, mach mal Werbung für den Beruf, würde ich sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich dafür berufen fühlt, aber da sage ich es wirklich, für den Beruf sollte man sich auch wirklich berufen fühlen und das ausprobieren, ob man das wirklich durchhält und das auch durchaus mal mit einem Praktikum, das mal wirklich mehr als nur ein, zwei Tage reinschnuppern ist und dann feststellen, das ist es. Also ich kann das nur sagen, ich habe den Schritt damals nicht bereut. Ganz im Gegenteil, ich habe viel gelernt. Auch dann, als ich meine eigenen Kinder gekriegt habe, konnte ich dadurch viel mit übernehmen. Und auch da sage ich, wenn ich nach Hause komme, bin ich nicht mehr Pädagoge. Ich möchte dann auch genauso Fehler machen dürfen wie jeder andere Vater und nicht meinen Herrn in jeder Art und Weise hinterfragen, was jetzt richtig. Das kommt von alleine, glaube ich, bei jedem Elternteil, dass man irgendwann an einen Punkt kommt und sich fragt, habe ich irgendwo einen Fehler gemacht? Habe ich irgendwo was in den Sand gesetzt? Hätte ich irgendwas anders machen können, um das zu verändern, wie es jetzt gekommen ist? Ja, du hast jetzt schon wiederholt gesagt mit der Fehlerkultur. Das scheint ja ein großes Anliegen zu sein, ne? Also kommen da
jetzt kommen Eltern auf einen zu und sagen irgendwie, du hast mein Kind verzogen oder was habt ihr denn dem da beigebracht oder von was für Fehlern sprechen wir denn da? Nee, also dass Eltern mir das irgendwann mal so vorgeworfen hätten, kann ich jetzt in den 20 Jahren nicht sagen. Klar gibt es dann immer mal wieder so Unstimmigkeiten, wo man vielleicht ein anderes Bild oder eine andere Auffassung von der Entwicklung des Kindes hat wie Eltern. Aber das muss ja auch so sein. Ne? Eltern sehen, in der Regel sollten Eltern ihr Kind ja mehr sehen als der Pädagoge. Ist heutzutage leider auch nicht mehr so. Ne? Also als ich angefangen habe, waren Ganztagskitas ja noch so die Ausnahme. Da gab es dann vielleicht eine Gruppe, die hatte ganztags geöffnet, aber ansonsten war es ja mehr so halbtags. Und heute ist es ja von der Wirtschaft, Industrie und überall so gewollt, ne, am besten das Kind morgens um 7 abgeben, damit die Eltern dann auch um 8 auf der Matte, der auf der Arbeit stehen können, ihre 8 Stunden da beim Arbeitgeber leisten und dann das Kind aus der Kita abholen. Aber ich glaube, da geht auch viel bei verloren. Also ich finde, es gibt, man muss es immer so sehen. Ich habe totalen Respekt vor Eltern, die das wirklich sich so aufnehmen und sagen, ja, es muss so sein. Und ich habe auch totalen Respekt vor Eltern, die sagen, dann verzichte ich auf ein bisschen Geld, aber habe mehr Zeit mit meinem Kind. Also das ist, glaube ich, immer so eine Abwägungssache und das muss jeder Elternpart für sich selber übernehmen. Und ich finde, da muss man auch aufhören, der Gesellschaft Vorwürfe zu machen von wegen, wie du gibst dein Kind schon mit einem Jahr in die Kindertagesstätte, was bist denn du für Eltern? Sondern sich eher fragen, warum müssen wir das heutzutage so machen, dass Eltern vor der Wahl stehen, Zeit mit ihrem Kind verbringen zu wollen? Oder auf der anderen Seite das Geld zu nehmen, ne? Also warum ist das heute so? Wenn die Eltern überhaupt die Wahl haben, ne? Ja, das meine ich ja damit, ne? Also sich überhaupt diese Wahl stellen zu müssen, ist ja heutzutage schon eine Sache. Warum ist das so? Warum müssen mir Eltern vor die Wahl stellen, das Kind 8 Stunden fremdbetreuen zu lassen, nur damit man das Leben mit einem Kind leben kann, um sich nicht selber ein schlechtes Gewissen zu machen, dass man irgendwo zurücktreten muss, um dann dem Kind vielleicht Dinge nicht so leisten zu können? Also, ja, ich glaube, die Erwartungen an Eltern sind auch in den letzten 20 Jahren, ich würde ja vielleicht sogar 30, weiß ich nicht genau, wann diese Entwicklung angefangen hat. Ich glaube, mit Schöpfung des krassen Niedriglohnsektors ist es, glaube ich, losgegangen in Deutschland. Das ist so, da so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Vielen Dank, SPD übrigens. Gerhard Schröder lässt grüßen. Also ich glaube, es ist halt wirklich ein Problem, dass die Gesellschaft inzwischen, wie du das schon gesagt hast, erwartet von Eltern erwartet, dass sie ihre Zeit wirklich beim Arbeitgeber verbringen. Und wenn man halt sagt, man möchte Zeit mit den Kindern verbringen, dass dann auch jetzt noch, obwohl es sich schon ein bisschen geändert hat, aber noch nicht krass geändert hat, finde ich, dass man dann immer noch schräg angeguckt wird. Oh ja. Ich kann mich noch an ein Interview erinnern, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Sender es war, mit Christian Lindner. Der hat ja vor kurzem ja auch eine Familie gegründet und Kinder gekriegt und hat dann ganz modern, ich glaube noch vor seinem Finanzminister-Dasein gesagt, er möchte Elternzeit nehmen. Und hat dann ganz toll in die Kamera gelächelt und hat gesagt, dann habe ich endlich mal Zeit, um ein Buch zu schreiben. Und ich dachte mir so, was ist das für ein Blick auf die Elternzeit? Und das begegnet mir als Mann, der ich jetzt auch mit meinem ersten Kind schon 2 Jahre Elternzeit genommen habe und jetzt bei den Zwillingen halt auch nochmal 2 Jahre. Mir als Mann begegnet das auf jeden Fall, dass man komisch angesehen wird, wenn man mehr als 2 Monate Elternzeit nimmt. Entweder sagen die Leute, ach, dann genieß die Zeit und mach mal was für dich oder keine Ahnung was. Mhm. Und dann hast du endlich mal ein bisschen Freizeit oder so. Oder sie sagen so, hä, warum, wie, was? Wer, ne? Ja. Und umgekehrt halt auch, meine Frau kriegt dann, die keine Elternzeit nimmt, sondern direkt wieder arbeiten gegangen ist nach ihrem... Was bist du für eine Rabenmutter? Genau, nicht Rabenmutter, aber wer ist immer dieses Unterschwellige, so, wer kümmert sich denn jetzt um das Kind? Ja. Meine Frau sagt dann manchmal so ganz sarkastisch hinten rein, so, ja, keiner. Das ist jetzt alleine zu Hause. Ja. Ne? Nee, aber auch da, das kann ich sagen, also da habe ich Herrn Linden, das Interview habe ich auch gehört, und da habe ich auch nur gedacht, so, ja,
danke, lieber Herr Christian Lindner, dafür. Aber das war jetzt so ein Schlag für jeden Vater, der selber mit seinem Kind Elternzeit verbracht hat. Genau. Ich habe bei meiner ersten das leider nicht gekonnt. Bei meiner zweiten habe ich es gekonnt. Und habe damals auch noch bei der ersten irgendwann mal ganz doof, da wusste ich es auch nicht besser, meiner Frau gesagt, warum kriegst du hier den Haushalt mit dem Kind nicht zu Hause alleine auf die Reihe, wenn du schon ein Jahr zu Hause bist? Ja, als ich dann mit der zweiten zu Hause war, habe ich es gemerkt, was da für Probleme hinterstecken wollen. Es ist nicht einfach nur freie Zeit so für einen, wenn man nicht, also wir hatten damals noch den Anspruch, dass wir unser Kind nicht vor einem Jahr Minimum in die Krippe geben wollten. Beschäftige mal so ein 7-8 Monate altes Kleinkind, das auf einmal die Welt für sich zu beginnen entdecken fängt und dann entsprechend natürlich auch Fragen stellt. Und ja, dann überlegt man sich, wie macht man die Wohnung jetzt am besten kindersicher? Welche Schränke sollten wie wo eingeräumt werden, dass, wenn das Kind da dran ist, nicht gleich Gefahr für Leib und Leben besteht? Da bleibt so ein bisschen liegen. Und den Spruch habe ich auch zu Recht dann zurückgekriegt von meiner Frau. Ja. Also da hat sich wahrscheinlich auch schon echt was verändert, auch in, dass die Kitas auch meistens jetzt auch wieder gezwungen werden, mehr voll, also Ganztagsangebote zu schaffen, weil es halt mehr nachgefragt wird. Also mein Sohn geht jetzt auch in eine Gruppe von 8 bis 16 Uhr und das ist halt auch schon ein bestimmtes Klientelfamilie, die so in dieser Gruppe drin sind. Also es gibt noch da parallel eine Gruppe, die nur bis 13 Uhr da ist. Da sind auch die, ist auch der Großteil seiner, in Anführungsstrichen, Freunde aus der Krippe hingegangen. Das heißt, er ist da irgendwie ein bisschen rausgerissen worden aus seinem gewohnten Umfeld auch, war vielleicht nicht ganz so schlau. Aber ich erlebe das ganz, ganz viel, wenn halt dann Kürzungen drohen der Zeiten, ja, wegen Krankheitsausfällen bei den Erziehern oder so, dass das dann ganz extrem auch bei den in der Eltern-WhatsApp-Gruppe dann abgeht und sagt so, wie sollen wir das denn jetzt machen und so, ne? Weil so, da ist die Kita wirklich der Fundamentstein, der es überhaupt möglich macht, dass Familienleben funktioniert. Ja, ne? Auf jeden Fall. Das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Also ich kenne es jetzt nur von meiner Familie, wo ich aufgewachsen bin. Einkommensschwach. 3 Kinder daheim, 2 davon Zwillinge. Und da war einfach nicht die Option überhaupt da, gesellschaftlich, finanziell, dass, egal welches Elternteil gesagt hätte, ich trete kürzer. Finanziell arbeite weniger und kümmere mich dann um die Kinder. Das ging einfach nicht. Und da stimme ich dir zu, es ist schade, dass es nicht ging. Aber ich glaube, da war auch die DDR einfach drauf eingeeicht, dass möglichst jeder, der arbeiten kann, arbeiten soll, egal was. Hauptsache die Wirtschaft wird da irgendwie angekurbelt, da hatten die ein paar Probleme mit. Hat natürlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass jetzt, es ist nur meine Erfahrung, aber dass da natürlich eine gewisse Distanz zwischen, oder dass die Beziehung Eltern-Kind ein bisschen distanzierter ist, als vielleicht sonst überhaupt möglich gewesen wäre. Hat ein paar Vorteile, ne? Ich bin jetzt ein bisschen unabhängiger unterwegs und muss nicht ständig nach Hause fahren. Aber es ist natürlich auch jetzt, du hast es vorhin auch schon angesprochen, Michael, man fragt sich als Eltern ja mal irgendwann, bestimmt, auf jeden Fall, habe ich irgendwas anders machen können. Und ich glaube, die Frage kommt bei meinen Eltern jetzt schon, ne? Warum kommt der Boy so selten nach Hause? Ist keine schöne Frage. Kann ich auch nachvollziehen, die sich meine Eltern hier und da bestimmt mal stellen. Ja, aber gut, aber das Problem auch ist, was Kitas so elementar wichtig machen, ist ja da auch, dass da die Politik sich selber nicht manchmal wirklich klar positioniert. Wir sagen ja alle, und man hört es ja auch überall, wie wichtig das ist, dass es Pädagogen gibt, dass es Kindertagesstätten gibt, dass Kinder einen Ganztagsplatz haben in der Betreuung, damit die Wirtschaft läuft, damit die Menschen arbeiten gehen können, die Eltern. Aber wenn das so fundamental wichtig ist, warum muss man denn erst so lange Mitarbeiter wie jetzt zum Beispiel in Berlin treten, dass eine Gewerkschaft sagt, und jetzt reicht's uns, wir gehen in den unbefristeten Ausstand und wir wollen jetzt dafür kämpfen für die Mitarbeiter, dass die Qualität wieder in den Vordergrund rückt und nicht nur einfach, ich habe da mal so einen schönen Spruch, man kann auf einen Haufen Scheiße viel Gold oder Sahne draufhauen,
Das bleibt trotzdem einfach nur scheiße. Ja? Also der Berliner Senat hat gute Ideen, das ist keine Frage. Was die mit der pädagogischen Arbeit vorhaben in den Kitas, keine Frage. Sehe ich ein, ist ein super Qualitätsmerkmal da, aber es muss halt auch passen, dass Mitarbeiter da sind, die das Ganze tragen, die die Zeit dafür haben, das vorzubereiten, die aber auch gleichzeitig die Zeit haben, das nachzubereiten. Und da muss man ja erstmal anfangen, generell die Grundlagen für zu schaffen, dass man diese gute, qualitative Arbeit auch machen kann. Ja, also ich kann auch morgen zur Arbeit gehen und sagen, ich habe den Masterplan, wie wir es jetzt machen. Aber wenn kein Personal da ist, dann ja, schön, dass ich den Masterplan habe und der verpufft auch dann in Luft, ne? Und dann vielleicht sind Mitarbeiter. Du noch mal kurz für die, die es nicht mitbekommen haben, von was du da jetzt gerade genau redest, was da in Berlin abgeht. Naja, der Berliner Senat hat halt die letzten Jahre immer mehr an pädagogischer, qualitativer Arbeit gefordert von den Kollegen, was ja auch richtig ist, muss man ja auch von der anderen Seite sehen. Die Zeiten ändern sich und es muss halt auch immer wieder neu evaluiert werden, wie die pädagogische Arbeit läuft, weil Kinder einfach heutzutage ganz andere Bedürfnisse auch haben und Erfahrungen und selber eigene Bausteine haben, was sie mitbringen in ihr Leben. Das muss man halt ja auch immer wieder aufarbeiten. Aber es muss halt auch dann das Personal dafür da sein, was das auch schafft, dann mitzubringen. Es muss geschult sein, es muss die Zeit haben, das vor- und nachzubereiten. Und daran hapert es halt an der ganzen Situation. Und Verdi und der Berliner Senat, die schieben sich das ja schon ein paar Jahre länger hin und her. Und jetzt soll ja nächstes Jahr, glaube ich, oder übernächstes Jahr, soll ja dieses neue Berliner Pädagogikkonzept umgesetzt werden. Und jetzt hat Verdi halt gesagt, nee, lieber Senat, das ist eine tolle Idee, die ihr da habt, aber solange wir die Grundlagen für die Arbeit nicht stimmen, brauchen wir das nicht machen. Und jetzt setzen wir uns halt hin und sagen als Gewerkschaft, wir sind jetzt dafür da, um unsere Mitarbeiter, die noch da sind, die alle ja auch in Berlin wie in vielen anderen Bundesländern völlig am Ende ihrer Kräfte sind, eigentlich aus dem Urlaub kommen und nach 2 Wochen schon wieder krank sind, weil sie überfordert sind, weil die Arbeit zu viel ist, weil es zu viel Stress ist, zu wenig Personal da ist, zu viele unterschiedliche, ja, Dinge gibt, die Kinder mitbringen, die man gar nicht mehr aufgreifen kann. Und vor 40 Jahren war es noch eine Sache, okay, da haben 2 Erzieher auch wirklich für 25 Kinder gereicht, weil die Kinder ein ganz anderes Package von zu Hause mitbekommen haben, schon um auf den Kindergarten vorbereitet zu sein. Ne? Also man musste damals ja trocken sein, egal ob das jetzt heutzutage klar erwiesen ist, dass das auch für Kinder einen Trauma ausgelöst hat, dass man da psychische Schäden verursacht hat damit, dass man Kinder halt gesagt hat, mit 3 muss die Windel runter sein, egal was kommt, ansonsten kein Kindergarten. Da sind wir ja heute auch ein ganzes Stück weiter, dass wir wissen, entwicklungstechnisch ist das ein großer Fehler gewesen. Aber dafür haben Kinder halt jetzt andere Sachen, die in ihrem Rucksack drin sind, die da sind. Und die sind halt auch jetzt ganz anders drauf. Die Gesellschaft ist schneller geworden. Und nur weil wir der Meinung sind, dass Kinder das gar nicht so mitkriegen, manchmal ist es ja aber nicht so. Sie kriegen es trotzdem mit, ne? Und haben halt ganz andere Anforderungen, die an eine Kindertagesstätte heutzutage gestellt wird, was 2 Erzieher für 25 Kinder einfach gar nicht mehr leisten können. Denn ein 3-Jähriger weiß heute, wie ein Smartphone funktioniert. Der weiß, wie ein Tablet funktioniert meistens auch noch. So. Aber wissen die Erwachsenen das denn meistens? Wie funktioniert unser Handy? Wie funktioniert unsere technische Gesellschaft? Wir müssen uns da reinarbeiten und die werden damit groß. Und wir haben aber selber meistens gar nicht die Werkzeuge an der Hand, um das zu machen. Und das ist halt der Punkt, warum es halt in Berlin gerade so abgeht. Davon mal abgesehen, dass dieser komplette Ausstand, den Verdi jetzt da fordert, natürlich auch nicht unbedingt der Weg ist, den man gehen kann, ist es aber zumindest mal ein Warnsignal an alle, so von wegen, wir Gewerkschaften sind eigentlich dafür da, um die Mitarbeiter zu schützen und um euch Politik und Arbeitgeber auch mal zu zeigen, ihr könnt nicht einfach alles auf dem Rücken eurer Mitarbeiter aufschlagen. Also es ist beides so. Ne? Ich kann die Seite der Arbeitgeber verstehen, die sagen, das muss aber irgendwie funktionieren und wir haben nicht das Geld. Ich kann aber auch ganz klar die Kollegen verstehen, die sagen, wir können aber nicht mehr das leisten, was die Politik da von uns fordert, weil wir nicht mehr dazu in der Lage sind. Ja, es gibt also ich glaube, der Betreuungsschlüssel stimmt einfach nicht mehr. Das ist genau wie in der Pflege halt auch. Ne? Wollte ich auch gerade sagen, das klingt alles sehr, nachdem die Aufgaben haben zugenommen, aber der Personalschlüssel ist nicht besser geworden. Also hast du jetzt ja
genauso wie in der Pflege, genauso wie auch im restlichen Bildungssektor, ja eine höhere Vielfalt an Bedürfnissen, die die Kids mit reinbringen. Ganz andere Bedürfnisse, ne, ob die jetzt mit der Technologie dabei sind oder verschiedenste Krisen noch Auswirkungen haben. Ne, Finanzkrise war da, Corona wirkt garantiert noch nach. Das alles will ja irgendwie aufbearbeitet werden. Zeitgleich sind aber die Strukturen gleich geblieben. Und während Corona sich dann als Arbeitskraft, als Pädagoge mit den neuen Bedürfnissen so, ich sag mal, anzufreunden, dass man dann zufriedenstellend seine Kids damit auch lehrt, umzugehen. Das ist vielleicht ein bisschen hohe Anspruchshaltung gewesen, nehme ich mal an. Und dann ja helfen den ganzen Konzepte ja auch nicht wirklich viel, wenn eben die Basis, wie du so schön sagst, ein bisschen ein Haufen Scheiße ist, ne? Also was ich als Elternteil erlebe, ist halt, zumindest in dem Kindergarten, in dem wir unseren Sohn jetzt haben, ist, dass sobald eine Kraft ausfällt, und in dem Kindergarten ist es halt gesundheitstechnisch immer so, dass der ja auf der Rasierklinge tanzt, da ist als hier. Also, ne, kann man, also habe ich mir vorher auch nie so vorstellen können, aber ein Kindergarten ist einfach eine Viren- und Bazillenschleuder. Also das ist und sobald halt eine Erziehungskraft bei uns ausfällt, dann ist schon Not am Mann. Und das darf eigentlich nicht sein. Ne? Nee. Also, ja. Aber ich glaube, da kann man deutschlandweit mittlerweile gucken. Da gibt es, ich behaupte jetzt einfach mal und ich nehme mich da auch weit aus dem Fenster, 80-85% aller Kitas in Deutschland haben mittlerweile das Problem, dass deren Personalsituation nur noch wirklich auf Kante gestrickt ist. Also, wie du es schon sagst, einer fällt aus und ab sofort ist das System am Scheitern und es brennt und es knallt. Auf der anderen Seite hast du es ja schon gesagt, natürlich, Kindertagesstätten sind totale Virenschleudern. Bei Corona haben wir uns ja alle so darüber lustig gemacht, wo das Virus herkommt, so von wegen China und Fledermäuse und weiß was ich, was es da für Verschwörungstheorien gibt. Aber so eine Kindertagesstätte ist auch eine gute, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, eine biologische Kampfstoffschmiede. 15 bis 25 Kinder, Alex, Kinder in einer Gruppe. Ich weiß. Ich habe jetzt eher gelacht, weil das vorsichtig so bezeichnet hat. Also ich habe das auch schon erlebt, dass mir Eltern gesagt haben, ja, du musstest doch jetzt auch mal langsam gegen alles immun sein. Und da habe ich sie angeguckt und gemeint, naja, sagen Sie das mal bitte den Viren und Bazillen, dass die sich nicht weiter mutieren, dann ist mein Immunsystem irgendwann angepasst. So. Ist einfach so, ne? Also es hört sich doof an, aber auch ich bin nach 20 Jahren, wenn so eine Grippewelle reinrauscht, auch einer mit der Mitarbeiter, der irgendwann umfällt, der Stresspegel, der dabei ist, dann ist man vielleicht selber auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen und zack, ist so ein Virus da und dann sagt man, Adad. Ja, und das ist halt für die Eltern ja gleichzeitig auch noch ein Problem. Western, ne? Also genau. Viele, also was heißt das, ich weiß es jetzt nur von mir selber, ich schicke mein Kind eigentlich nicht wissentlich krank in die Kita. So. Aber ich habe jetzt auch eine privilegierte Situation, dass ich halt alleine zu Hause bleiben kann und mich um Kinder kümmern kann. Mhm. In anderen Haushalten ist es vielleicht nicht so, dass, ne, also da sind dann die Krankentage irgendwann auch aufgebraucht, die man für Kinder bekommt. Ja. So, und dann fangen die Eltern natürlich an. Was mache ich jetzt? Unbezahlter Urlaub? Puh. Ja, Urlaub generell abknapsen? Puh. Ja. So ein bisschen, ach komm, die Erzieher können das doch ab und so, und dann legt er sich da halt mal in die stille Ecke und dann hat er da sein kleines Fieber und dann ist auch alles gut und die kümmern sich schon um den oder so. Also weiß ich nicht, ob andere Eltern so denken oder nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass da auch Druck irgendwie aus der Gesellschaft kommt, dass du halt arbeiten musst und dann eben auch mal dein Kind krank in die Kita kriegst. Es ist genauso, wie Leute krank ins Büro laufen. Gut, es gibt es bei uns auch in dem Bereich, aber da sage ich, also ich gehöre zu den Leuten, nein, das mache ich nicht, weil es bringt nichts, wenn ich krank in die Kindertagesstätte gehe, dann kann ich A, meine Leistung nicht bringen, B, muss irgendwer anders meinen Job noch zum Teil mitmachen und wenn es noch ganz doof läuft, stecke ich noch 2, 3 andere Kollegen mit an, bringt dem Laden dann auch nichts und auch den Eltern nichts,
Ganz im Gegenteil, dann ist nur noch mehr Highlife. Aber das ist halt auch eine Einstellung, die muss jeder für sich selber finden. Ne? Also ich kenne auch Kollegen, die arbeiten mit 39 Fieber noch oder mit 40 Fieber oder werfen sich halt irgendwelche Schmerztabletten ein, damit sie arbeiten gehen können, nur um dann halt da zu sein und zu sagen, ich muss ja aber heute da sein, ansonsten ist der Laden nicht möglich aufrechtzuerhalten. Und das können wir den Eltern ja nicht schon wieder antun. Genau. Aber es ist halt auch immer das Zweischneidige. Das ist ja so, ich sehe das immer in dieser WhatsApp-Gruppe, ne? Also wenn die Eltern dann anfangen, so scheiße, ich kann, warum denn jetzt irgendwie, dann kommt um 7 Uhr morgens, kommt die Nachricht, heute ist die Gruppe nur bis 14 Uhr, ne? Und dann kommt sofort so, wie sollen wir das denn machen? So. Und das, natürlich wird das auch zurückgespiegelt auf die Erzieher, weil die kriegen das ja auch mit, wenn die Eltern dann so am Rad drehen und sagen, irgendwie, das geht aber alles nicht. Und dann wollen sie denen natürlich, man ist ja eine soziale Person generell als Erzieher, sonst hätte man den Beruf nicht. Ja. So, und ich kann mir das super vorstellen, dass du dann da in deinem Job hockst und dir dann sagst so, bevor ich jetzt bei ganz vielen Familien Probleme verursache, nehme ich mein Problem und es ist halt nur ein Problem dann. Aber, ne, wie du eben schon gesagt hast, das potenziert sich dann irgendwann anders und dann doch wieder, ne? Und es ist ja auch eins, das dann weiter schwelt, weil wirklich deiner Genesung helfen tut das ja auch nicht. Und dann hast du halt neben der verminderten Leistungsfähigkeit dann auch noch den Stress vielleicht, den da dir dann mit dem Gedanken, oh, ich schüttle hier mein Problem nicht noch auf andere aus. Ja, zack, dann bleibst du selber auch noch länger krank, vermutlich. Neben den ganzen anderen Nachteilen, die Michael schon angesprochen hat. Ja, also ich sehe da auch den Betreuungsschlüssel als eine mögliche Lösung. Also da muss halt immer auch eine Reserveperson irgendwo da sein. Ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch wo du arbeitest, irgendwie geregelt ist, ob ihr auch auf Kante genäht seid oder ob ihr da noch irgendwie Coop-Strategien habt oder so. Also grundsätzlich sind ja eigentlich alle Kindertagesstätten immer auf Kante genäht, weil der Gesetzgeber das ja nicht anders vorgesehen hat. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass man vielleicht noch den einen oder anderen Topf anzappt und da nochmal vielleicht den einen oder anderen dann mit ins Boot holen kann, dass man mal sagen kann, wir sind personell ein Stück besser aufgestellt. Aber das weiß halt auch nicht jede Leitung oder ich glaube zumindest, dass es einfach junge und frische Leitungen auch noch nicht gar nicht so wissen können, weil ihnen die Erfahrung dafür fehlt. Oder sie kommen halt einfach nicht an den Topf ran in der Kindertagesstätte, wo dann irgendjemand sagt, nee, der Topf, ja, für eure Kindertagesstätte jetzt vielleicht noch nicht. Keine Ahnung. Aber das ist, glaube ich, auch so das Problem, dass man das Bild der Pädagogen und sozialpädagogischen Assistenten, Erzieher, wie sie alle heißen, die in dem Beruf tätig sind und sich jeden Tag dieser Herausforderung stellen, mal eine andere Wertigkeit geben muss und manchmal vielleicht auch so ein bisschen von dem Blick eines Dienstleisters wegkommen. Ja, wir bieten eine Dienstleistung an, beziehungsweise die Träger, die halt die Kindertagesstätte öffnen, die bieten eine Dienstleistung an. Ihr gebt mir euer Geld und dafür könnt ihr euer Kind hierher geben. Aber es ist ja eigentlich so viel mehr als wie einfach nur eine einfache Dienstleistung, die man erbringt, ne? Das ist ja, ich sag's immer, auch in Aufnahmegesprächen, als Eltern gibt man seinen wertvollsten Besitz eigentlich in die Hände von Fremden. Und dann will man ja auch sicher sein, dass diese fremden Hände sich genauso gut um seinen Schatz oder seine Schätze kümmert, wie man das selber gerne hätte. Und das kann ich nicht von jemandem erwarten, den ich einfach nur als Dienstleister betitel. Ist mir jetzt persönlich selber noch nicht passiert, aber ich kenne Erzieher, die so dieses Gefühl haben, dass sie ein Dienstleister waren. Dann lässt das, glaube ich, auch in der Arbeit irgendwann nach, wenn man nicht mehr das Gefühl hat, man wird qualitativ von der Arbeit wertgeschätzt, sondern es wird von einem erwartet, dass man das macht, weil man hat sich ja für diesen Beruf entschieden. So, der Rettungswagenfahrer hat sich auch für, oder Feuerwehrmann hat sich auch für den Beruf entschieden und trotzdem ist, glaube ich, nie einer auf die Idee gekommen, bis vor ein paar Jahren, dass er in Silvesternächten auf einmal mit Feuerwerkskörpern beschossen wird. Ja. So, und da schreien wir alle auf, wenn wir solche Bilder sehen, wie in der Silvesternacht Krankenwagen oder Feuerwehrwagen mit Feuerwerkskörper beschossen werden oder die Kräfte angegriffen werden, angepöbelt werden, dass in Krankenhäusern auf einmal Security stehen muss, damit man sich dem Personal gegenüber vernünftig verhält. Es ist halt alles, glaube ich, ein generelles Problem, was den Ton in unserer Gesellschaft angeht, dass wir alle sehr viel mehr
aggressiver sind, weil irgendwie gerade die Welt auch so ein bisschen, zu meinem Empfinden, seit so 2,5 Jahren irgendwie völlig am Rad dreht und der Meinung ist, wir springen mal in den nächsten Fleischwolf. Also finde ich ganz erschreckend. Stimme ich sofort zu. Aber Michael, noch eine andere Frage, bevor wir jetzt abdriften und über die Lage der Welt reden. Personalschlüssel verbessern ist ja schön und gut. Gibt es denn genügend potenzielle Kräfte, die den besseren Personalschlüssel bieten könnten? Ich glaube schon, dass es genug pädagogisches Personal gibt in Deutschland. Das Problem ist, glaube ich, einfach, dass der Erzieherberuf halt auch immer noch so diesen alten Namen von früher intus hat. Ne? Wir sind nur Kindergärtner, wir trinken nur Kaffee und spielen mit Kindern. Und das ist es halt einfach an allen Stellen nicht mehr so. Es mag vielleicht noch ein, zwei Kitas geben, die vielleicht, wo man dieses Vorurteil wirklich in Nischen bedient, aber das ist einfach schon, ich würde jetzt mal behaupten, die letzten 20 Jahre nicht mehr so. Klar, man holt sich auch mal einen Kaffee, man trinkt mal was und macht auch vielleicht mal eine Pause, keine Frage. Aber das macht man ja in anderen Jobs auch, dass man immer was trinken geht oder sich mal kurz mit dem Kollegen unterhält, einfach mal um so sein soziales Umfeld auch mitzunehmen. Ne? Aber einfach fehlt es, glaube ich, auch an Wertschätzung und natürlich auch so ein bisschen an der Bezahlung. Wenn ich kenne ganz viele Kollegen von früher, die aus dem Erzieherberuf ausgeschieden sind, um dann studieren zu gehen, um ins Jugendamt zu gehen oder als Sozialpädagogen zu arbeiten, wo sie auf einmal da noch mehr und besser verdienen. Was natürlich nicht die Entscheidung sein sollte, diesen Beruf zu wählen, aber es ist natürlich ein Ausschlusskriterium, warum ich nachher sage, ich mache das oder ich mache das nicht. Wenn ich ins Jugendamt gehe und mich da in ein Büro setze, dann weiß ich zumindest, ich habe nicht 8 Stunden die Belastung eines Flughafenbetriebs auf meinen Ohren und auf meiner Psyche. Ja, also das fängt ja immer da an, wo fängt die, also haben wir jetzt in Corona ja auch gemerkt, ne, mit diesem Klatschen für Pflegekräfte und so ein Scheißall. Wo sind die Berufsgruppen, die eigentlich wirklich die Gesellschaft tragen? Und es ist auch so ein bisschen schnell wieder aus den Köpfen der Leute raus, habe ich so das Gefühl. Also während der Corona-Zeit hatte man das so mehr im Blick, weil das da sichtbar wurde. Da wurden auf einmal, ne, die Leute, die im Krankenhaus arbeiteten oder halt auch Erzieher oder so, da wurde auf einmal, war das wichtig, dass man denen irgendwie das Aufmerksamkeit schenkt. Ja. Aber das ist auch sehr, sehr schnell wieder abgeebbt. So ist so mein Empfinden, ne? Ja, sogar schon während der Corona-Zeit. Denn auf einmal, als diese ganzen systemrelevanten Berufe in der zweiten oder dritten Welle dann dargestellt wurden, die müssen arbeiten, damit die Wirtschaft am Leben bleibt, hatte ich dann auf einmal das Problem, ich gehörte auf einmal nicht zur systemrelevanten Gruppe. Als ich meine Kinder für die Notbetreuung anmelden wollte, hieß es, ja, dann brauchen wir einen Zettel, dass sie zur systemrelevanten Gruppe gehören. Und den gab es zu dem Augenblick im ersten Augenblick nicht. Also die Politik hat einfach mal komplett vergessen, ja, wenn ich möchte, dass die Leute arbeiten gehen, dann müssen auch die Leute da sein, die das möglich machen, dass sie arbeiten gehen. Ne? Man hat es dann schnell nachgeschoben, aber am Anfang hat es gefehlt. Ich fand das spannend, dass die evangelische Kirche, da weiß ich es jetzt von, damals auch angeboten bekommen hat, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer zur systemrelevanten oder zur schützenswerten Gruppe zählen, die auch früher Impfungen bekommen und so weiter und so fort. Und dass die Kirche das dann abgelehnt hat, weil dann sie wollten halt nicht das Bild so, die tollen Pfarrer nehmen sich was raus, was ihnen eigentlich nicht zusteht. Und ich weiß halt, weil meine Frau ist halt Pfarrerin, das ist halt auch total krank, ne? Also du als Pfarrer tanzt du halt auch vor allen Hochzeiten. Du bist halt im Altenheim, du bist im Kindergarten, du bist, ne, im Krankenhaus, du bist halt überall, wo die systemrelevanten Leute, mit die frühere Impfungen bekommen haben, halt alle was kriegen und du tanzt da von einer Party zur anderen und kriegst das halt nicht. Das ist halt auch schon ziemlich krass. Nur um einen gesellschaftlichen Blick auf dich zu verschönern, das fand ich auch schon ziemlich krass, muss ich immer sagen. Und so ähnlich ist es halt, wie du das ja jetzt auch erzählt hast, ja auch, ne? Und irgendwie, da gehört man auf einmal nicht mehr zu der Gruppe, die im Blick ist, ne? Und man weiß eigentlich nicht, warum. Und ich glaube, Corona hat auch das erste Mal so einen Beruf der Pädagogen den Knacks verpasst, als es darum ging, und zwar auch mit der Pflege,
mit dieser Impfpflicht, als darüber auf einmal offen und ehrlich darüber diskutiert wurde, von wegen, die müssen alle geimpft sein, ansonsten passiert das. So, und ja, jetzt kann man da bis wieder drüber streiten, aber warum? Also, du meinst, warum ist eine Impfpflicht gab, oder was? Warum muss es sein? Das ist so die Frage, ne? Wenn wir ein Sozialstaat sind, dann sind wir doch alle miteinander füreinander da. Und da muss man doch nicht irgendwie mit dem Zeigefinger auf irgendwen zeigen und sagen, du musst jetzt aber das machen, damit das wieder passt. Also ich fand es ein bisschen komisch damals, ich meine, das ist ein anderes Thema jetzt, ne? Aber Impfpflicht gibt's ja schon immer. Ja. Also es gibt, ne, also abseits von Corona, ne? Also Tetanus-Impfung in bestimmten Berufsgruppen oder sowas, ne? Ist auch Pflicht. Ansonsten kriegst du den Job halt nicht. So. Korrekt. Also ich glaube, der Unterschied ist halt gewesen, dass die Impfung, die wir damals hatten, noch so, also war ja erprobt eigentlich schon, aber halt so schnell da war und die Leute halt so eine Angst davor hatten, dass was da das irgendwas, denke ich, spritzen. Ne, dass das nicht, und an, also einerseits das und andererseits mussten auch die Lösungen schnell kommen. Ja. Und dann nun die Schnelle, kommst du halt schneller dran, wenn du sagst, einem die Pistole auf die Brust setzt und sagst, mach oder stirb, ne? Ja, und aber wenn das halt, wenn du das halt auch groß ausdiskutiert hättest, dann hättest du noch ein halbes, dreiviertel, zwei Jahre später noch da gesessen. Ja, na klar, aber was ist natürlich, wenn dann viele gesagt hätten, wir sterben jetzt halt einfach und wir gehen einfach nicht mehr dann zur Arbeit und sagen, ja, Staat, dann zahl doch jetzt bitte für uns. Was wären dann gewesen? Also diese Schnelllösung, auch das kann ich verstehen, aber das ist halt immer so eine Sache. Es fällt von einer Seite auf die andere und im ersten Augenblick hört sich's gut an und dann ist die Frage, was passiert, ne? Ja. Das ist ja auch mit unseren Eltern so. Ich kenne ganz viele Eltern, die es ein Problem damit haben oder sich nicht gut im ersten Augenblick damit fühlen, ihr Kind 8 Stunden lang in eine Kindertagesstätte abzugeben. Die brauchen halt auch, es ist nicht manchmal nicht das Kind, was man in die Kita eingewöhnt, sondern man gewöhnt eigentlich eher die Eltern vielleicht ein, weil die gar nicht so damit d'accord gehen, ihr Kind 8 Stunden abzugeben, weil sie einfach eine ganz andere Vorstellung davon hatten, wie Familie mit Kindern zu sein hatte, aber es geht einfach nicht anders. Darf ich da mal kurz eine komplett andere Frage stellen, die ein bisschen darauf aufbaut, was du gerade gesagt hast? Nämlich, wenn du jetzt so, ne, wir kümmern uns auch ein Stück weit um die Eltern, stellt sich da mal ein bisschen drauf ein, gibt hier und da Strukturen. Wie würde denn eine Kinderbetreuung für dich aussehen, wenn ganz visionär oder utopisch gedacht, das Kind im Mittelpunkt steht oder die Familie oder welchen Fokus du auch immer suchen möchtest, was wäre denn so das Beste, was wir als Gesellschaft leben sollten? Oh, das ist eine gute Frage. Da gibt es so viele Ansätze und ich glaube, das kann man auch gar nicht verallgemeinern, da ja jedes Kind anders ist und jedes Kind sein eigenes Paket trägt und jede Familie auch so seinen eigenen Weg geht. Also wenn man es danach geht, müsste man, glaube ich, sagen, für jedes Kind, was kommt, muss eigentlich eine Person auch auf der Arbeit da sein, um es sich wirklich diesem Kind anzunehmen. Aber da sind wir jetzt wirklich ganz weit utopisch von weg. Ja, also ein guter Anfang wäre, glaube ich, tatsächlich, wenn man es sagt, in der Krippe sind wir ja schon auf einem guten Bereich, auf dem Weg, dass man jetzt ja bald die dritte Kraft für alle festsetzen muss, dass der Gesetzgeber gesagt hat, 2026 ist es, glaube ich, dass die alle da sein müssen, dass jeder Krippe 3 pädagogische Fachkräfte zugewiesen sind. Und ich glaube, im Kindergarten muss das auch mindestens zu dritt, wenn nicht sogar zu viert sein, weil sonst einfach irgendwann das System zusammenklappt, egal in welchem Bundesland man guckt, weil die Aufgaben einfach konsequent immer mehr werden und die Zeit einfach nicht mehr wird, weil wer ganztags arbeitet, der arbeitet halt nur mal ganztags, der kann dann nicht mehr. Also es sei denn, er ist noch richtig am Brennen und macht es in seiner Freizeit. Also da kenne ich auch ganz viele Erzieher, die frisch mit der Ausbildung fertig werden, die noch ganz viel im Nachmittagsbereich und in ihrer freien Zeit noch Sachen vorbereiten, die man dann am nächsten Tag in der Einrichtung macht, was man einfach irgendwann, also ich als Vater von 2 Kindern mit dem Haus, ich pendel jeden Tag gute 4 Stunden, das ist für mich einfach nicht mehr drin. Das ist eine gute Pendelstrecke, ja. Ja. Öffentlicher Nahverkehr, ne? Wupp, wupp. Ausbau. Yeah.
Wenn ihr davon traumatische Erfahrungsberichte lesen wollt, dann müsst ihr in den Koala-Baum-Discord kommen. Dann kommt manchmal kommt da so ein Scheißbahn. aber auch von verschiedenen Ecken, ja. Da bist du, glaube ich, nicht alleine. aber wir hören euch zu, wenn ihr. Dann darf man immer Dampf ablassen. ich finde das auch spannend. Irgendwie, was wäre denn die ideale Lösung? Also wenn ich jetzt so gucke aus Elternsicht oder irgendwie aus Sicht von einem kirchlichen Jugendmitarbeiter, der ja auch mit Kindertagesstätten zu tun hat, ich glaube, viel haben wir ja heute schon angesprochen. Der Betreuungsschlüssel muss geändert werden. Das glaube ich so ein, das wäre für mich so die erste Sache. Die zweite Sache wäre, glaube ich, dass man die Bezahlung erhöht, natürlich. Und dass bestimmte Formen von Kindertagesstätten rausgehen aus der Pflicht, Geld erwirtschaften zu müssen. Das muss einfach, das muss so ein, ne, du hast so beschrieben, dieses Dienstleistungsding. Das muss raus. Und das muss eher so ein Miteinander-Gesellschaftsding sein. Wie man das jetzt genau hinkriegt, dass man nicht mehr das Gefühl hat, einen Dienstleister vor sich zu haben, das ist jetzt für mich jetzt gerade auf die Schnelle noch nicht so greifbar. Aber daran müsste man auf jeden Fall arbeiten. Und ich finde auch, man sollte Kitas anders denken, als sie bis jetzt sind. Also jetzt sind es ganz viele Kitas in kirchlichen Trägerschaften. Das finde ich als Kirchenmitglied auch toll. Andere gibt es staatliche Einrichtungen. Ich finde, man sollte aber auch die Arbeitgeber mehr in den Blick nehmen, was die Zukunft von Kitas angeht. So dass Kinder lernen, mit ihren Eltern zusammen einen Arbeitsweg zu machen und dann auf der Arbeit der Eltern eine Kinderbetreuung stattfindet in diesem Rahmen. Ja? So dass man halt vielleicht auch, dass die Erzieher vielleicht auch raumtechnisch sogar Zugriff auf die Eltern hätten bei Bedarf. So irgendwie, keine Ahnung, du bist im Büro und arbeitest und der Erzieher hat die Möglichkeit, hey, das ist 3 Stockwerke über mir und das Kind benimmt sich gerade wie ein Arsch und ich weiß nicht, ob das irgendwann mal bei dir irgendwie auch so vorkommt, dass du mal so, ich wünschte, ich hätte jetzt mal die Mutter hier oder den Papa, dass der mal einen bösen Blick macht und dann geht das wieder. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das eine Erleichterung wäre, wenn man so einen Schnellzugriff hätte. Also dass das so mehr integriert wird in den Alltag, so dass man vorkommt auch im Alltag der Eltern, dass die einen jeden Tag sehen und zwar nicht nur sehen, dass eben schnell weg, ich muss zur Arbeit, sondern dass es da passiert, wo ich eh bin. Ja. Das wäre für mich so eine ideale Form. So. Das kann ich zumindest für mich jetzt so sagen, habe ich die letzten Jahre nie so erlebt. Also jede Einrichtung, die ich bis jetzt durchlaufen habe, war zumindest so, dass die Eltern sich morgens und auch nachmittags immer Zeit genommen haben und einen als Erzieher gesehen haben und auch mal so da ein bisschen geredet haben und dann auch nicht unbedingt nur über Dinge, wie war mein Kind heute drauf. Klar sind das natürlich auch Fragen, die wichtig sind. Man hat es ja teilweise auch wirklich schwer, dass man es halt 8 oder auch längere Zeit abgeben muss. Da möchte man natürlich wissen, was in dieser Zeit auch passiert ist. Aber es gab dann auch immer Zeiten, wo Eltern dann gesagt haben, ne, hier, pass auf, wir sind schon seit 5 Uhr wach, das wird bestimmt ein super Tag für dich, halt durch. Ich weiß, er kann auch anstrengend sein oder es kann auch anstrengend sein. Oder auch, wenn man dann Kinder entlässt, als ich noch relativ frisch in dem Beruf war, habe ich in einer Einrichtung, in einem Träger gearbeitet, wo ich dann Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum Ende der 4. Klasse begleitet habe. Wenn man die dann rausgehen ließ, das war schon immer, also für mich, auch sehr schwer, weil, ja, von 1 bis 10 jemanden mitbegleitet und dann lässt du ihn gehen. Dann warst du ihn sein ganzes Leben bis dato begleitet und jetzt lässt du dann auch so ein bisschen los und musst loslassen und wenn du Glück hast, kommt er hin und wieder dich mal besuchen. Und wenn du Pech hast, stellst du dir einfach jahrelang die Frage, ich hoffe, es geht ihm gut. Je nachdem, wie die Bindung war.
man irgendwann am Volksfest wieder oder so. Manche trifft man dann auf dem Volksfest wieder, manche trifft man im Zoo wieder. Und bis jetzt war es zumindest meistens so für mich, wenn ich Kinder, die ich früher mal in einer pädagogischen Einrichtung oder Arbeit als Betreuer hatte oder als Bezugserzieher, war es meistens immer so, dass sie zumindest danach sich gefreut haben, einzusehen. Oder auch die Eltern dann halt gesagt haben, ah, Michael, ja, oder wie auch immer. Und man sich dann trotzdem noch unterhalten konnte. Also von daher. Und ich habe auch noch zu ganz vielen Kollegen, mit denen ich früher gearbeitet habe, nicht zu allen, aber zu ganz vielen auch noch immer, dass man so mal miteinander schreibt und sich austauscht. Also von daher. Das ist schon nicht schlecht. Alex, hättest du irgendwie von der Außensicht, hättest du noch eine Idee, wie man Kitas verbessern kann? Die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Ich glaube, ich bin da deutlich utopischer unterwegs als ihr zwei jetzt noch. Ich würde das Konzept Kita und auch das Konzept Leistungsgesellschaft vielleicht mal auf den Kopf stellen und eher in Richtung Hobbit eine Erziehung sehen wollen. Also, dass da nicht nur die Eltern als Bezugspersonen eine Rolle spielen, auch fürs Kind, sondern dass die Familie größer gesehen wird. Und da stimmt ja aber zu, Quali, dass da auch eine räumliche Nähe zwischen den Erziehungsräumen und den Arbeitsräumen besteht. Und dass auch die Erziehungslast jetzt nicht nur auf den Menschen im Pädagogen liegt, oder dass der Erziehungsraum durch Pädagogen bespielt wird und dann der Rest durch die Familie, sondern dass da auch ein bisschen mehr miteinander gelebt wird und dass dann, wenn eine Krankheit passiert oder sonstige andere Krisen, die ja auch weiterhin existieren, dass dann natürlich das Wohl der Familie, des Kindes, der eigenen Gesundheit an erster Stelle steht und nicht, oh scheiße, wie soll ich das nur schaffen, der erste Gedanke ist, der da in den Kopf kommt. Das wäre so die Utopie, die ich anstreben würde. Die ist natürlich sehr weit weg von der Realität. Ja, erfordert auch sehr, sehr starke Umwälzung, glaube ich, ne? Ja. Also, wenn man die Familie jetzt weiterdenkt als das, was man heute unter Familie, das finde ich eigentlich auch einen schönen Gedanken. Irgendwie ganze Viertel, die sich miteinander um die Kinder kümmern, organisiert von Pädagogen, die das mit Steuern oder sowas, das könnte ich mir auch irgendwie gut vorstellen. Aber das ist ja in dem Sinne utopisch, als dass es in unserer Gesellschaft gerade echt keine Freiräume für sowas gäbe, ne? Und dabei finde ich das so wichtig, um nochmal so einen kleinen Sprint wieder an den Anfang der Folge zu machen, was man als Pädagoge eigentlich alles mitbekommt. Ne? Die ganze Entwicklung des Gehirns, der Persönlichkeit. Ich selbst habe das ja auch später im Leben erst alles wirklich gelernt, im Berufsleben. Und ich finde das so wichtig, immer und immer wieder auch vor Augen geführt zu bekommen und überhaupt parat zu haben, weil das da das Verständnis, glaube ich, ganz gut erhöht für einen selbst, wie man sich gerade entwickelt, wie man sich verhält, wie andere sich verhalten und entwickeln, wie man darüber auch miteinander kommuniziert und Beziehungen aufbaut. Das wäre super, wenn das Wissen und die Fähigkeiten ein bisschen breiter gestreut sind, auch als nur bei den Pädagogen, denen man vielleicht auch gar nicht zuhören möchte, weil sind ja eh Dienstleister. Ne? Also das wäre schöner, wenn da die Wertschätzung, das Bewusstsein ein bisschen breiter wäre. Ich glaube, das würde viel helfen. Ja, und vielleicht, dass man den einen oder anderen Erziehungsratgeber einfach mal beiseite lässt und einfach mal wieder auf sein Bauchgefühl in der eigenen Pädagogik hört. Ne? Also, weil der Erziehungsratgeber, derjenige, der da geschrieben hat, der ist ja auf seinen Erfahrungen und seinen Erlebnissen gemünzt. Und das heißt ja nicht unbedingt, nur weil es ein toller Name ist, dass das auf mein eigenes Kind 1:1 zutrifft. Genau, oder es sind irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen, die halt irgendwie so ein statistisches Mittel vielleicht erfassen. Aber
Genau, also ja, man muss ja gar nicht so weit gehen. Also jeder von uns hat ja, also die meisten Familien haben ihre persönlichen Erziehungsratgeber, wenn schon nicht in Buchform, dann haben sie als Großeltern dabei oder als Tanten und Onkel oder sonst irgendwelchen. Also wie oft ich jetzt in den Jahren, in denen wir Kinder haben, jetzt schon irgendwie von Großeltern gehört habe, ja, früher haben wir das so und so gemacht und das müsst ihr jetzt mal auch mal beachten und dies und warum macht ihr denn das nicht so und so? Ne, ja. Also alles gut gemeint und aber ne, jeder, wie du eben schon gesagt hast, jeder kommt so aus seiner eigenen Fasson raus und jeder hat so ein eigenes Gefühl für sein Kind und die Kinder heute funktionieren anders als Kinder vor 40 Jahren und ja, und was ich noch sagen wollte, es gibt da so eine schöne Serie von der BBC, die Kinder, glaube ich, die ersten 10 Lebensjahre oder vielleicht auch 18 komplett begleitet haben mit Eltern und den ganzen Lebenskrisen, die so eine Familie eben mitmacht und auch die Höhen natürlich. Und da kam raus, war total spannend für mich auch zu betrachten, dass die Persönlichkeit der Eltern ganz unabhängig davon, wie viel Ratgeber die gelesen haben oder nicht, viel, viel wichtiger war. Und dass die Kinder das aufgesogen haben und so viel wahrgenommen haben, worauf du als Erwachsener, vielleicht wenn du irgendwie dich komplett 24/7 nur darauf eineichst, Rücksicht nehmen kannst. Aber wenn du nebenbei noch vielleicht andere Geschwister, deine Partnerschaft, deinen Beruf, restliche Familie, Sozialleben. Du kannst ja nicht 24/7 nur Erzieher sein oder in der Erziehung sein. Und das alles ist so viel, was das Kind wahrnimmt. Fand ich sehr beeindruckend. Nimmt auch ein bisschen den Druck raus. Ja, auf jeden Fall. Solange man halt irgendwie, ich sag mal, auch fürs Kind da ist. Ja, ne? Und das ist halt auch etwas, was wir Eltern als Pädagogen immer wieder sagen. Wir können nur begleiten, diejenigen, die die Experten sind, das sind immer noch die Eltern. Und das ist das, was Eltern immer wieder für sich selber, glaube ich, auch neu wissen müssen, egal was man für Fehler macht. Man ist derjenige, der eigentlich den essentiellsten Einfluss auf das Kind nimmt, egal ob es jetzt nun 8 Stunden in einer Kindertagesstätte betreut wird oder nur 6 oder 4. Ich glaube, das hat nachher keinen großen Unterschied in der Entwicklung der Kinder, sondern es ist wirklich das, wie lebt mein Elternhaus mir das vor und wie sind meine Eltern drauf? Sind meine Eltern sicher in ihrem Tun und Handeln oder sind sie sich selber total unsicher? Und das ist ja etwas, das wissen wir nun heutzutage auch alle, wie sensibel kleine Kinder eigentlich sind. Wenn wir Erwachsene auch das meistens immer gerne wieder vergessen, wenn wir unsere Probleme mit haben, unsere Kinder, egal wie gut wir versuchen, das vor denen zu verstecken, sie werden es immer mitbekommen in irgendeiner Art und Weise und sie werden es irgendwann immer spiegeln. Auch wenn wir dann uns fragen, wo kommt denn das jetzt her? Ob es nun Eltern sind, die sich auf einmal fragen oder Pädagogen? Irgendwann muss dieses Kind diese Erfahrung, die es in dem Augenblick gemacht hat, und das muss man sich mal überlegen, was uns als Erwachsene Angst macht, was muss das in so einem Kind auslösen? Ne? Und dafür ist diese Arbeit so essentiell wichtig, dass man da einfach auch wieder feststellt, das sind Sachen, die an der Basis, an der elementaren Basis für das spätere Leben gelegt werden. Wie wichtig das eigentlich ist, dass da Leute sind, die wirklich kompetent sind, die Bock haben auf den Job und die auch diesen Blick für ihre Kinder und für die Kinder der Eltern finden. Ich glaube, wir könnten jetzt noch eine halbe, dreiviertel Stunde oder so länger irgendwie Anekdoten austauschen aus Kita oder und ein bisschen Utopien verlieren. Ich hoffe, dass das, ich befürchte, diese Regierung wird das nicht mehr angehen, dass sich da groß was ändert. Wenn ich so auf die Alternative schaue, die gerade so an der Wand gemalt wird, glaube ich auch nicht, dass die Nachfolgeregierung da großartig was ändert. Aber man kann ja mal hoffen, dass es irgendwie, dass es mal in eine andere Richtung geht und so Not halt durch Streik durchgesetzt werden muss. Ich hoffe, also ich würde auch noch mal Werbung machen für den Beruf da draußen, auch wenn ihr irgendwie hört, es hat wenig Ansehen und es hat wenig Bezahlung und so. Es ist einfach ein sackwichtiger Beruf, der die Zukunft prägt. Ja. Und man bekommt eine ganze Menge wieder. Vielleicht nicht unbedingt auf finanzieller Ebene, aber
Ich habe jetzt gestern erst wieder ein Kind verabschiedet und ich brauche keine großen Geschenke von Eltern. Manchmal reicht einfach so eine schöne, nette Karte, wo Eltern auch wirklich draufschreiben, von wegen vielen Dank, dass du mir morgens einfach die Zeit gegeben hast, anzukommen, dass sie das einfach sehen, dass man einfach nur da ist und einfach dem Kind die Zeit gibt. Ja. Vielen, vielen Dank, Michael, dass du mit uns über Kita gequatscht hast. Gerne. Und da du ja dich geoutet hast als DSA-Spieler, magst du eine Frage beantworten, was das Ganze mit DSA zu tun hat, dein Beruf? Ich finde, das ist gar nicht so schwer. Wir sollen ja Kindern immer die Möglichkeit geben, sich selber weiterzuentwickeln. Und das geht im Rollenspiel als Erwachsener auch ganz gut, sich selber immer wieder neu zu erfinden und einen neuen Weg zu finden, wie man vielleicht etwas in seinem Berufsleben neu machen kann, was man vielleicht sonst nicht gesehen hätte. Also von daher finde ich das immer wieder ganz gut, einfach auch mal so eine Rolle zu schlüpfen und zu gucken, wie funktioniert es hier und was kann ich vielleicht auch rübernehmen. Also ich habe auch ganz viele Kinder, ich habe im Hort gearbeitet, auch zum Rollenspielen animiert und das fanden die super. Und Kinder sind ja halt, ne? Wie lernen Kinder ihre Welt durch Spielen? Auch wenn es nicht unbedingt Spielen ist. Es gibt, falls das irgendjemand hier hört, der beim Ulysses Verlag arbeitet, es gibt ja Kinderbücher aus Aventurien. Ne? Die kleine Hexe in einer Anahema. Leider nicht mehr zu kriegen, die Sachen. Also Ulysses, da ihr ja gerade schon auf dem Retro-Trip seid und DSA 2 gerade wieder auflegt und es mich juckt, das zu kaufen zumindest, weil es so Nostalgiegefühle hochholt. Oh ja, Spielsteinkampagne. Ja, wie wär's denn, wenn ihr diese Kindersachen auch mal wieder rauskramt und auch mal wieder neu auflegt? Ich glaube, für andere Spielsysteme, für D&D, glaube ich, gibt's sowas auch. Dass es da irgendwie so ein kinderfreundliches Einsteigerding gibt. Es gibt ja auch, gab's nicht auch ein Kinderrollenspiel in Aventurien? Ich glaube schon, aber für etwas ältere Kinder auf jeden Fall. Ja. Also das wäre cool, wenn Ulysses da nochmal die Kinderbücher auch mal wieder auflegen würde. Ich würde meinem Sohn so gerne Geschichten aus Aventurien. Ich weiß, dass Juli Karls aus, kennt ihr vielleicht aus dem neulichen Aventurien-Podcast, die hat die ganzen Kinderbücher und liest da irgendwie mit Freuden ihren Kindern daraus vor. Und ich habe sie überall irgendwie schon mal geguckt, Antiquariate oder so, aber es kriegt es nicht. Also bitte neu auflegen, Ulysses. Hättest du denn, ist jetzt ein bisschen vertiefend und ich weiß nicht, ob es den Alex jetzt interessiert, ne? Aber gibt's bei dir Ansätze, wie du sagen würdest, Kindererziehung in Aventurien? Also hast du da schon mal Berührungspunkte mit? Jetzt so direkt nicht, aber das ist ja auch in Aventurien immer wieder so ein bisschen aus unserer eigenen Geschichte abgekupfert. Man muss gar nicht dann nur ein bisschen in unsere Geschichte gucken, wie war Kindererziehung früher in bestimmten Gebieten, ob es jetzt nun das hochmittelalterliche England war, das in der Renaissance Frankreichs war oder sonst wo. Oder jetzt auch noch vielleicht bei den Ureinwohnerstämmen Afrikas oder Australiens. Dann kann man ja schon so ein bisschen gucken, wie auch vielleicht Kindererziehung in Aventurien ist. Ja. Würde ich für meinen Part halt auch irgendwie spannend finden, da mal so ein Abenteuer drüber zu spielen. Irgendwie was, wo es halt irgendwie so eine Art Kita gibt. Es gibt ja den berühmten Goblin-Kindergarten, mal halt so als Encounter auftritt, aber so Kindererziehungs-Kita-Sachen irgendwie in Aventurien. Ich kenne jetzt nur Dryos-Schule oder so. Ich weiß gar nicht genau. Irgendwie so eine religiöse Sonntagsschulen-Verschnitt. Ja, Dryos-Schule. So, und ich denke, ansonsten wird sich auch die Hesindekirche da ganz gut oder die Nanduskirche da um Kinderschule zumindest kümmern. Aber ich kann mir zum Beispiel auch ganz gut Travia vorstellen. Ein Travia-Tempel, der sich um Kinder kümmert oder so. Oder ein Zar-Tempel auf jeden Fall. Ne? Ja.
Ja, also vielleicht auch, wenn es ein Autor hört, vielleicht macht man ein Abenteuer mit Kindererziehung in Aventurien, irgendwas. Ja. Ihr habt, glaube ich, auch mal, es war zwar jetzt nicht so 3- bis 6-jährig oder so, aber ich glaube, das Drachen, im Auge des Drachenbands oder so, wo ja die Spielsteinkampagne aus Teenager-Sicht, ja. Genau, ja. Aus Teenager-Sicht, ne? Was es so für Konsequenzen mit sich bringt, das ist ja auch schon. Es hat da sehr, sehr Spaß gemacht, sich da rein zu versetzen, ja. Ja, also ich höre es auch immer noch gerne. Ja, war auch echt viel Arbeit und deswegen wird es auch leider nicht fortgesetzt, weil es die Zeit nicht mehr zulässt, ja. Ja. Gibt's hier, Alex, D&D und Kindererziehung? da gibt's auf jeden Fall, ich weiß jetzt noch nicht wie früh, aber es gibt auf jeden Fall schon an Kinder gerichtete Intro-Sachen, wo das alles ein bisschen runtergebrochen ist und rangeleitet wird und verniedlicht ist. Da gibt's auf jeden Fall Sachen, auch auf Deutsch. Also da ist auch, wer macht nochmal die deutschen Sachen? Pegasus? Glaube ich. Weiß ich gar nicht. Wizards of the Coast, oder nicht? Ja, ach stimmt, die haben das ja jetzt übernommen. Genau, ja. Die sind ja jetzt auch in Deutschland vertreten. Hast recht. Genau, also da gibt's Sachen. Ich weiß nicht, wie sie das jetzt nochmal bedienen werden mit den neuen Regeln. Aber ich finde das Schöne, es gibt ja auch super viele Alternativen. Mausritter zum Beispiel ist ja, ultra kindgerecht. Ne? Und gibt's auch diverse Hacks für, wenn man keine Mäuse spielen kann oder will. Gibt's ja auch Käfer oder keine Ahnung. Und auch, es gab ja mal so ein D&D-Band, wo man so niedliche Vögel spielt. Oh ja, Humblewood. Genau. Ja. Ist nicht ganz so niedlich. Also die Welt, Tatsache, die ist schon ein bisschen erwachsener hier und da, habe ich mitbekommen. Aber ja, es ist auf jeden Fall appealing für Kids. Also eine Eule zu spielen. Oder da gibt es ja neben den Vögeln auch die Landlebewesen. Da gibt es auch Füchse und so. Mich interessiert das jetzt gerade irgendwie. Mich dann jetzt nochmal dieses Rollenspielthema nochmal reinzudenken. Würdet ihr in einer Gruppe, also in einer Spielgruppe, also eine reine Kindergruppe spielen, das haben wir, glaube ich, alle schon mal irgendwie getestet oder so. Aber wie sieht's denn aus, wenn man Kinder mitnimmt als Abenteuergruppe und die als Familie quasi hat? Meinst du jetzt in-game? In-game, ja klar. Also dass jetzt nicht zwingend die Kinder des Charakters mitgekommen sind, sondern... Ja, vielleicht auch die Kinder von einem anderen Charakter und du bist halt da auch als Erzieher dann mitgefragt und so, weil die reisen ja mit dir mit oder so. Ja, hatte ich schon mal. War sehr interessant, weil einfach auf einmal, wir waren 6 Leute, also ein Spielleiter und 5 Spieler. Und wenn auf einmal 5 Ansätze aufeinandertreffen, das kann dann schon mal zu Reibungspunkten führen innerhalb von guten Freunden, von auch wenn auf einmal so verschiedene Erziehungsstile und Ideen aufeinandertreffen und dann zu gucken, wie was funktioniert. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass selbst wenn die Erziehungsstile der einzelnen Mitspielenden ähnlich sind, dann aber versucht wird, durch die Charakterlinse, ne, so ein Hexenmeister. Ja, wie geht der Barbar mit der Hexe, genau. Oder so, ja. Ja, genau. Also da sind dann bestimmt, du musst mehr lesen, du musst mehr schlagen. Ja, das sind vielleicht andere Erziehungsansätze, die da dann auch aufeinanderprallen. Ja, und was passiert dann, wenn das Kind auf einmal so magisch wird, ne, und so, man selber gar nicht magisch begabt ist oder sowas, ja. Stimmt, da bietet bestimmt Shadowrun ganz viel, um mal kurz Jonathans Part beizutragen, weil Shadowrun... Der kann das ja in die Kommentare schreiben, der Jonathan. Der kann das in die Kommentare schreiben. Ich bin mir sicher, dass Shadowrun vielleicht sogar ein ganzes Quellenband dazu hat, die haben so viel Material immer für alles, was unser Leben betrifft und wie das mit Magie aus dann quasi zusammenspielt. Ja, cool. Ihr da draußen könnt uns ja auch mal schreiben, ob ihr irgendwas mit Kindern, also OT-Kinder mal integriert habt in eure Runde oder IT-Kinder hattet in eurer Runde oder wenn ihr selber Kinder habt, wie ihr sie ans Rollenspiel ranführt, das würde uns echt mal interessieren.
Vielleicht machen wir da auch mal eine eigene Folge drüber. So was man Rollenspiel mit Kindern oder sowas. Könnte man vielleicht mal auch mit dem Pädagogen auch mal als Gast irgendwie reingucken. Was muss denn ein Rollenspiel für Kinder bieten, pädagogisch oder so? Das wäre auch sehr, sehr spannend. Oder muss das überhaupt pädagogische Ansätze verfolgen oder so? Oder ist das Rollenspiel an sich nicht schon eine pädagogische Maßnahme? Das ist ja schon... Wäre auf jeden Fall eine interessante Frage. Ist auf jeden Fall auch philosophisch interessant. Ja. Ja, vielen Dank, Michael, dass du aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Wir haben bestimmt noch ganz viel vergessen, was man über Kitas sagen könnte. Bestimmt. Aber, ich glaube, da kannst du Tage mitfüllen. Ja. Lasst einfach mal ein paar Lächeln an eure Kita-Mitarbeiter. Lächelt die mal an, sagt denen mal Danke. Schreibt denen eine Karte. Haben wir gehört. Ja, also sagt, für mich ist das manchmal mehr wert als ein Riesengeschenk. Klar freut man sich auch über ein Geschenk, aber einfach so zu sehen, dass Eltern sehen, was man tagtäglich auch für ihre Kinder leistet, ist manchmal mehr wert als ja eine Tafel Schokolade oder irgendwas, was so weltlich ist, was dann irgendwann aufgebraucht ist. Also diese Karten hebe ich mir alle auf, die haben hier ihren Platz, auch Abschiedskarten von Eltern und Kindern. Das ist einfach immer mal wieder schön, in Erinnerungen dann reinzulesen und zu sehen, jawohl, da habe ich jemanden 3 Jahre begleitet, ich habe geholfen, seinen Rucksack zu packen für die Schule und hoffe, ich habe es so gut gemacht, wie ich konnte und habe ihm die Möglichkeiten gegeben, ihr seinen Weg zu finden. Von daher immer wieder schön. Auch ein Highlight meines Berufs, ne? Also da kann ich immer wieder nur sagen, man kriegt so viel von Kindern zurück. Das glaubt man gar nicht am Anfang. Also ich musste auch erst wirklich selber Vater werden, um diesen Beruf nochmal ein Stück intensiver zu erleben. Also ich kann immer wieder nur Werbung machen. Wenn ihr der Meinung seid, dann geht los, fragt in eurer Kita eures Vertrauens und guckt, ob dieser Beruf euch passt. Und wenn ja, lasst euch nicht davon aufhalten, dass er vielleicht die ersten 4 Jahre ein bisschen zeitintensiv und wenig Geld bringt, aber ihr kriegt halt trotzdem so viel von Kindern zurück. Allein dieses Lächeln, wenn Kinder immer wieder so einen Meilenstein schaffen, wie ich kann meine Schuhe alleine anziehen, ich kann meine Hose alleine anziehen und ich zeig dir das, das ist so viel wert. Amen, würde ich sagen. Ja. Ihr da draußen, danke, dass ihr zugehört habt. Lasst uns wissen, was ihr über das ganze Thema denkt. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt, dann könnt ihr genauso wie der Michael hier mitmachen. Einfach irgendwo uns kontaktieren über die diversen Kanäle. E-Mail schreiben oder unter YouTube-Kommentar schreiben, sich beim Koala-Baum Discord melden. In dem Fall habe ich jetzt Michael selbst angesprochen. Der ist, glaube ich, von sich aus wäre der nicht auf die Idee gekommen, jetzt hier mitzutalken, aber manchmal geht's auch so rum. Ja. Falls ihr einen interessanten Beruf habt da draußen, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht haben wir ja irgendwie einen Automechaniker oder so. Ja, der muss mal hier, reden wir mal über Automechaniker, wäre auch nicht schlecht. Ist dann auch ein Lebewesen. Ja, vielleicht, man weiß es nicht. In welcher Welt? Das war eine ernst gemeinte Frage meines Psychologielehrers in der Ausbildung. Spannend, spannend. Aber ja, bevor wir uns da jetzt reinknien, lassen wir das lieber. Macht's gut, Leute. Tö. Tschüss.